Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal, hier auf Julex. Und wie bereits gestern vermutet, haben wir heute in GTA Online ein neues Fahrzeug erhalten. Und nicht nur irgendeins, sondern den Schlagen GT. Das Fahrzeug, welches wohl in der letzten Zeit am meisten von allen Fahrzeugen des Arena War DLCs erwartet wurde. In diesem Video hier möchte ich jetzt mal mit euch darüber sprechen, ob er sich denn lohnt oder eben nicht. Denn extrem viele von euch haben mich eben nach dem Livestream noch auf Instagram angeschrieben und gefragt, ey, lohnt er sich denn jetzt oder nicht? Und deswegen mache ich jetzt direkt mal ein Video dazu. Bevor es aber jetzt losgeht, möchte ich nochmal ganz kurz auf meinen Discord-Server hinweisen. Wenn ihr mal mit mir reden und zocken möchtet, dann solltet ihr auf jeden Fall dort mal vorbeischauen. Discord ist ein kostenloses Programm am PC bzw. eine kostenlose App auf dem Handy, wo ihr einfach mit Leuten schreiben und reden könnt. Ist eigentlich selbsterklärend. Der Link zu meinem Discord-Server, wo ihr mit mir reden und schreiben könnt, befindet sich in der Videobeschreibung. Also ich würde sagen, Leute, checkt es auf jeden Fall direkt mal ab. Aber jetzt würde ich sagen, wir haben auch genug rum erzählt. Lasst doch schnell ein Abo da, um nichts mehr rund um GTA Online zu verpassen. Und jetzt geht's auch direkt mal los. Let's go! Also zunächst einmal ein paar Eckinfos. Der Benefactor Schlagen GT ist ab heute auf der Seite von Langdary Motorsport für 1,3 Millionen GTA-Dollar zu erwerben. Dieser besitzt zwei Plätze und ist ein Sportwagen. So, jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal grob, über was wir überhaupt reden. Aber wir wollen ja die Frage beantworten, ob er sich denn jetzt lohnt oder nicht. Und das kann man eigentlich gar nicht so pauschal sagen, denn man muss erstmal sich überlegen, an was man das denn festmacht. Geht es um die Preis-Leistung? Geht es um irgendwelche Besonderheiten oder ob das Auto selten ist? Geht es darum, wie schnell das Fahrzeug ist? Oder geht es um die Tuning-Optionen und das Optische? Wenn man sich darüber im Klaren ist, kann man eigentlich erst sagen, ob es sich lohnt oder nicht. Ich werde probieren, alle Punkte abzuarbeiten. Also fangen wir doch erstmal damit an, dass euch die Geschwindigkeit wichtig ist. Und dafür machen wir auch direkt mal einen Speedtest. Dort treten exemplarisch der Schlagen GT, der Italy GTO und der T20 gegeneinander an. Der T20 als Vertreter für einen Supersportwagen, der Italy GTO als einer der schnellsten Sportwagen im Spiel und der Schlagen GT, ja gut, ich glaube, das ist ganz klar. So, alle Fahrzeuge davon sind getuned, wir spielen auf der PS4 und die Zeit wird nach einem Kilometer und nach 3,5 Kilometern gemessen. So können wir die Werte relativ gut miteinander vergleichen. Den Anfang macht jetzt der Benefactor Schlagen. Aber Leute, schreibt an der Stelle schon mal in die Kommentare, was ihr denkt, welches Fahrzeug vom Topspeed her am schnellsten ist. Der Schlagen GT, der Italy GTO oder der T20. Schreibt mal in die Kommentare #T20, #GTO oder #Schlagen, was ihr denkt, welches Fahrzeug den höchsten Topspeed hat. Also Leute, wir fangen jetzt auch direkt mal an mit dem Benefactor Schlagen. Vom Gefühl her ist sein Topspeed ziemlich schnell, seine Beschleunigung. Naja, also ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal los. Den ersten Kontrollpunkt erreicht er nach 13,54 Sekunden. Im Ziel befindet sich der Wagen nach 35,706 Sekunden, also knapp 36 Sekunden. Das ist ja jetzt schon mal ganz gut zu wissen, aber was bringt uns das jetzt? Einfach erstmal gar nichts. Wir brauchen erstmal einen Vergleichswert. Also fährt als nächstes direkt mal der GTO. Den ersten Kontrollpunkt erreicht dieser nach 12,74 Sekunden. Und den zweiten Kontrollpunkt nach 3,5 Kilometern dann nach 35,238 Sekunden. Das bedeutet, dass der GTO zwar auf die Beschleunigung gesehen deutlich schneller ist, dafür aber der Schlagen GT auf die Ausdauer hin deutlich Zeit aufholt. Eine längere Strecke brauchen wir eigentlich nicht zu testen, da ihr in Rennen oder generell in der Open Lobby eh nicht weiter als 3,5 Kilometer geradeaus fahren könnt. Da macht ihr entweder einen Unfall, müsst bremsen oder es ist einfach eine Kurve. Also, der GTO war jetzt schon mal schneller, aber wie sieht es denn jetzt mit einem richtigen Supersportwagen aus? Also, T20, gib mal Vollgas. Der T20 erreicht sein Ziel in 36,64 Sekunden. Also ist er damit deutlich langsamer als die beiden anderen. Eine Blamage für einen Supersportwagen. Aber wie sieht es denn mit der Beschleunigung aus? Den einen Kilometer erreicht der T20 nämlich schon nach 13,34 Sekunden. Und was bedeutet das jetzt insgesamt? Naja, der GTO ist von den drei Wagen der beste. Auf Ausdauer gesehen ist der Schlagen GT vor dem T20, auf Beschleunigung allerdings umgekehrt. Also jetzt zur Ursprungsfrage. Lohnt sich denn der Wagen auf Geschwindigkeit gesehen? Antwort: Kommt darauf an, ob ihr Drag Races macht oder eben Ausdauerrennen. Für Drag Races würde ich mir dieses Fahrzeug nicht nehmen, denn es ist einfach von der Beschleunigung her zu schlecht. Auf Ausdauer in der Kategorie Sportwagen kann er aber ganz gut mithalten. So, unsere nächste Möglichkeit, den Wagen zu bewerten, legen wir einfach mal auf die Besonderheit in Lobbys.
Also, wie viele andere Spieler haben denn diesen Wagen? Und wie seid ihr mit diesem Wagen etwas Besonderes? Oder ist es einfach so ein Auto, was jeder hat, wie der T20 zum Beispiel? Also, heute haben ihn natürlich noch relativ wenige, weil er heute erst erschienen ist. Aber ich würde mal davon ausgehen, dass bald ziemlich viele Leute das Auto haben, denn es ist nicht so teuer im Vergleich von anderen Fahrzeugen. Im Real Life ist der Mercedes GTR ein sehr beliebtes Fahrzeug und der Schlagen ist auch kein Eventfahrzeug wie zum Beispiel der Roosevelt, den man eben nur zu einem bestimmten Event kaufen konnte. Also, aus der Masse herausstechen werdet ihr mit diesem Fahrzeug definitiv nicht. Kommen wir mal zum Thema Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Italy GTO kostet ca. 2 Millionen GTA-Dollar, 700.000, also mehr als der Schlagen GT. Und er ist deutlich besser. Den Topspeed können wir eigentlich außer Acht lassen, denn wie schon gesagt, 3,5 Kilometer. Wann müsst ihr denn mal so lange am Stück Vollspeed fahren, ohne Kurven, ohne zu bremsen? Das passiert eigentlich so gut wie nie. Die Beschleunigung ist eigentlich viel wichtiger. Deswegen würde ich sagen, vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist der Italy GTO deutlich besser. Ich würde euch ja jetzt noch was zum Handling sagen wollen, aber das ist so subjektiv, dass man es eigentlich in einen Test, in einen objektiven Test nicht wirklich mit reinnehmen kann. Ich persönlich finde es eigentlich ganz gut, auch wenn er oft ein Burnout beim Beschleunigen macht, also er driftet sozusagen direkt weg. Aber das kann man eigentlich mit ein bisschen Übung in den Griff kriegen. Also hier habe ich sonst eigentlich keine negativen Dinge festgestellt. Die letzte Möglichkeit, das Lohnen sozusagen eines Fahrzeuges festzustellen, ist noch das Tuning bzw. das Optische. Wir haben bei dem Wagen sehr viele Tuning-Optionen, einige Designs, Spoiler-Anpassungen, Motorhauben und noch vieles mehr. Ich denke mal, es würde viel zu lange dauern, das jetzt alles einzeln zu zeigen und zu erklären. Ich lasse euch einfach mal das Gameplay im Hintergrund vom Tunen laufen und dann könnt ihr euch das selber mal anschauen. Und die Leute, die es interessiert, können ja einfach noch dranbleiben und ansonsten mache ich jetzt schon mal langsam eine Abmoderation. Also, ob sich das Fahrzeug jetzt lohnt oder nicht, ist schwer zu sagen. Beim Tuning hätte ich mir noch gewünscht, dass es auch einen automatischen oder elektrischen Spoiler gibt, so wie beim T20. Das gibt es leider nicht, es gibt nur feste Spoiler. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, es ist schwer, ob er sich lohnt oder nicht. Wenn ihr ihn persönlich optisch ziemlich cool findet und sagt, ey, das Auto finde ich einfach richtig cool, ich will es haben, dann kauft es euch. Aber ich würde es mir jetzt nicht aus den leistungstechnischen Gründen kaufen, denn in der Praxis ist er einfach nicht schnell genug auf die Beschleunigung gesehen und Topspeed ist, wie schon tausendmal jetzt gesagt, einfach nicht so relevant. Aber was ist eure Meinung zu dem ganzen Spaß? Sagt ihr, das Fahrzeug ist gut oder ist es schlecht? Schreibt mal in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist und habt ihr das Auto gekauft oder nicht? Stimmt mal oben rechts auf der Infokarte ab. Würde mich mal interessieren, was eure Meinung zu dem Ganzen ist. Ansonsten, Leute, bin ich jetzt raus. Schreibt mal Hashtag Test in die Kommentare, wenn ihr das Video bis jetzt ganz zum Ende gesehen habt. Würde mich mal interessieren, wenn er so aktiv ist und wirklich jetzt ganz bis zum Ende dran ist. Jetzt gleich läuft noch das Tuning. Da könnt ihr euch noch in Ruhe anschauen, was man da alles so tunen kann. Und jetzt bin ich raus. Bis bald. Und Peace. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home. Let's go. I call but you don't answer, so I write this open letter. When I left, the world was broken, I just hope it's gotten better. Y'all argue who's the greatest, I left quotes for y'all to measure. Y'all were focused on who's clever, I was focused on forever. Back when I would rock the hand-me-downs with holes inside my sweater. Thrift store shopping like I dove inside some treasure. Way before the Ben Haggerty's on these magazines, I was an average teen, not thinking about this thing called rap. Cause there's this thing called white, and there's this thing called black, and there's this thing called life, and I think we're all attached. It's funny how my train of thought runs on these things called tracks. Marty McFly, I'm in the future, try and bring y'all back. Pick it up and slam it down, that's just how the game goes. Telephone, telephone, I just hear the same tones. Where I'm from, it's not too often that we see them rainbows. So we let the rain flow, then we change clothes. There's such a difference between us and a million. That's right. Miles. We gonna get him with this one. Let's get him on this one. Yeah. Oh man.
could this just be a hobby? 5 whole hours they've been waiting in the lobby. They calling me a hero and I'm thinking how could I be? All I wanted was a million and a two-door Maserati. But somewhere in my stride we just started changing lives. You think I'm changing yours, but you really changing mine. From here to overseas they put belief in my designs. It's getting deep, I feel the world is trying to sneak inside my mind. It's harder to define than artistry and rhyme. It seems like our journey is partially divine. I still have days where it isn't all sublime. Even though I'm on the grind, I gotta slog for the signs. And recently I'm seeing it, it's more than just MCing. Where my homie has a son, but needs court orders just to see him. A generation troubled and I just wanna free him. Before machines are looking at human beings inside a museum. Can I be?